Ziemlich beeindruckend. Ganz schöner Wirrwarrknoten, das Kreuz Herne. Zwei Autobahnen kreuzen hier und auch die Bahn muss da noch lang. Und dieses Kreuz ist auch der Knackpunkt beim Ausbau der A43, die ewige Baustelle bei Recklinghausen. Die haben wir alle noch gut in Erinnerung. Im Moment ist das Kreuz dran und da gab es lange Diskussionen, wie das klappen soll. Ein Tunnel ist jetzt die Lösung und der Bau hat heute angefangen. Die Ohrstöpsel wird er brauchen. Baggerführer Erik Matthias setzt gleich zum ersten Mal den Meißel an für den neuen Tunnel durch den alten Damm an der A43. Ein bisschen angespannt ist er schon. Weil man halt nicht weiß, was dahinter ist, was auf ihn zukommt. Da es jetzt sehr kompliziert ist, halt, also sehr instabiles Material. Nach den ersten Schlägen hält sie zumindest die aufwendige Konstruktion rund um den zukünftigen Tunneleingang. Hier soll es reingehen in den alten Damm und auch 552 Metern wieder raus. Und so die Autofahrer von der A43 auf die A42 Richtung Duisburg führen. Lange hatten die Planer gehadert, ob sie denn wirklich einen teuren Tunnel bauen müssen. Aber es ging nicht anders, erklären sie heute. Das ganze Kreuz Herne ist ein sehr kompliziertes Kreuz. Also es ist kein klassisches Kleeblatt, wie man das so kennt, sondern eher eine Art Spaghetti-Knoten. Und da muss einfach irgendwie der Verkehr entweder oben drüber oder unten runter her. Und aufgrund der Rahmenbedingungen mussten wir uns hier für unten drunter entscheiden. Man sieht es an der Körpersprache. Alles hier ist kompliziert. Vor allem, weil niemand weiß, welche Gefahren hinter der Wand lauern. Denn der Damm, durch den gebohrt wird, ist wesentlich älter als das Autobahnkreuz nebenan. Teilweise von vor 1945, vor dem Zweiten Weltkrieg, teilweise danach angefüllt. Da kann Kampfmittel drin sein, da können Bomben drin sein. Das kann man nicht bis aufs Letzte im Vorfeld untersuchen. Das machen wir jetzt halt im laufenden Betrieb. Um das Ganze noch schwieriger zu machen, fahren oben drüber regelmäßig Züge, die mit ihrem Gewicht zusätzliche Gefahren bringen. Detektoren auf den Gleisen sollen Alarm schlagen, sobald hier irgendetwas ins Rutschen kommt. Und es wurde vorgesorgt. Und wir haben als Vorabmaßnahme in 2018/19 hier mehr als 1000 Tonnen Flüssigbeton in den Bahndamm injiziert, um einen Hohlraum und um eine Verfestigung letztendlich zu erreichen. Klar ist in jedem Fall, es wird staubig, teuer und laut. Zum Glück wohnt niemand direkt neben der neuen Baustelle. Und für die Autofahrer gibt es einen kleinen Trost. Noch mehr Staus wird es durch die Tunnelbaustelle vermutlich nicht geben. Der Tunnel selber ist insofern, sag ich mal, relativ unkompliziert, weil er halt neben den Verkehrsadern gebaut wird. Wenn die 500-Meter-Röhre wirklich in 15 Monaten fertig ist, kommt schon das nächste dicke Ding. Die A42 muss dann auf dem Abschnitt um ganze 60 cm tiefer gelegt werden. Aber das ist dann wieder eine ganz andere Baustelle.